Yo, wir sind zurück bei State of Decay und zwar in alter Frische und in neuer Basis. Da steht ein Bierfass. Hat schon wieder ausgesoffen. Ja, und es mangelt uns an Materialien vor allem und auch an Munition. Munition sehe ich nicht so als Problem an, weil wir befinden uns in der Nähe der Army. Und da sollten einige Munitionsreserven zu finden sein. Ja, als nächstes wäre vielleicht ein Ausflug in die nähere Umgebung ratsam, denn wir brauchen Außenposten. Viele Außenposten. Weil die alten habe ich alle abbauen müssen, denn die sind jetzt nutzlos geworden. Denke ich zumindest. Die Frage, wo? Wo sind die besten Außenposten? Und hier ist ein... hier ist ein Infektionsherd. Das ist blöd, weil ich glaube, da lassen sie mich nicht. Da lassen sie mich nicht. Was? Ich wollte den Stealth killen. Lassen Sie mich keinen Außenposten einrichten, wenn ein Infektionsherd in der Nähe ist. Ist das ein Kreischer? Nee. Ja! Ja, sicher. Wo sind denn die alle hergekommen? Das ist der Infektionsherd, glaube ich. Bin ich Markus? Nein. Ey, der schreit immer noch. Ist das ein anderer? Schau dir das an. Was ist denn da passiert? Plötzlich sind sie über mich hergefallen. Aber in voller... Wow. Ich sehe auch kaum was. Ich bin schon wieder gefangen. Wo sind denn die alle hergekommen? Lasst mich doch in Frieden. Oh, Scheiße. Ich bin gestorben. Das kam aber jetzt überraschend, Mann. Boah, die Schmossen. Oh, meine Gedärme. Zerrissen. Garrett. Naja, es war nur Garrett. Also das kam jetzt überraschend. Ich gehe keine 3 Meter und schon bin ich tot. Das ist mir im ganzen Spiel noch nicht passiert. Schau dir das an. Und wieso lädt es jetzt? Nur weil Garrett tot ist? Wer bin ich denn jetzt? Ja, hast du sowas schon mal gesehen? 3 Meter vor der Basis. Ich glaube, ich werde etwas nachlässig auf die letzten paar Meter. Sowas darf nicht passieren. Ich hole mal den Rucksack ab. Und dann gehen wir trotzdem dahin. Waffenlager. Ja, ich hole mal den Rucksack ab und ich glaube, es ist besser, ich rüste mich aus ein wenig. Der hat ein Sturmgewehr. Ja. Und es wird schon langsam Tag. Ja, das weiß ich. Zum Beispiel die übrigen Gedärme einholen. Schau! 5 Meter! Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, es war keine gute Idee, da zu übersiedeln. Apropos, wir könnten da gleich Nahrungsmittel... Oh mein Gott, da sind... Hier sind Nahrungsmittel, das wissen wir. Weil da ist ein Essbesteck drauf. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Nichts! Bin aber hungrig. Gib mir zu essen. Da ist noch ein Regal. Nein, nein! Ich schau die Sau an. Ich habe heute keine Geduld für solche Spielchen. Sag's dir gleich. Das ist ein Minimart. Das ist nur so ein Schlauch. Ibuprofen. Super. Naja, kann ich eigentlich gebrauchen. Und wo sind hier die Lebensmittelvorräte? Das ist doch der Minimart. Vielleicht ist da noch ein Eingang. Aha, das ist der Minimart. Geh mal da rein.
Ja, wir müssen praktisch von vorne beginnen. Neue Basis, neues Glück. So mag ich das. Aber auf diese Weise haben wir zumindest die ganze Map einmal durch. Von der Kirche über Marshalltown und jetzt in der Geisterstadt. Für einen Indie-Titel eigentlich extreme Ausmaße, das Spiel. Muss man sagen. Sounds like I got company. So, das wäre ein guter Außenposten schon mal, oder? Falscher Knopf. Looks like a good spot for an outpost. Are you sure? That's a big decision. How's it going? Heads up, coming in hot. Hot? Ah ja, da ist ein roter Punkt. Jetzt mehr auf den Fersen. Das ist ein Army-Zombie. Hier werden wahrscheinlich mehr Army-Zombies sein, weil da gibt's eigentlich nur Army. Zivilisten sind ja gar nicht unterwegs, glaube ich. Aber Gott sei Dank ist jetzt Tag, weil bei Nacht und in einer neuen Umgebung das Ibuprofen könnte ich eigentlich verwenden. So. Moral ist gar nicht ganz am Arsch, das wundert mich. Das war nur ein kurzer Lebensmittelausflug, damit wir was zu beißen haben. Und jetzt suchen wir die Überreste. Das ist jetzt schon einmal ein Außenposten, das ist gut. Wir haben ja 8 oder 10 Außenposten zur Verfügung, das heißt, so ziemlich die ganze Umgebung ist dann mit unseren Außenposten gepflastert. Außenposten pflasterten seinen Weg. I'm loaded up. See you back at base. Der einzige Nachteil dieses Gebietes ist, man kann kaum mit dem Auto fahren und manövrieren. Ein bisschen doof. I got nothing left. Was soll man machen? Dafür ist es nicht weit zu gehen. Hab okay, dich nicht so. Free and clear. See you soon. Got anything good? I'll show you when I get there. Die Überreste. Und Garrett. Das ist nix. Es gibt bloß 2 Smileys. Der nächste Außenposten. Mann, erwische ich auch mal den richtigen Knopf. Es gibt auch gar nicht so viel. Das Waffenlager, das machen wir auch dann, damit der blöde Punkt weg ist. Ich wollte eigentlich hier zum Lagerhaus. Minus 10% beim Baumax. Kleiner Wert und großer Preis. Ne, umgekehrt. Großer Wert und kleiner Preis. Was sagst du jetzt? Ist er sprachlos? Oh, Horde. Scheiße, Dreck. Ein Schleichen hier. Hier sind sicher genügend. Ups. Nein! Alarmiert? Wieso? Wer hat wen alarmiert? Ich glaube, ich rüste mein Gewehr aus. Oh, 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 es war schon ausgerüstet. Ich dachte... Scheiße. Kommen die von da? Die können eigentlich nur von da vorne kommen, oder? Nein, nein. Ja, die werde ich wohl killen müssen, die Horde. Da wird mir keiner helfen dabei. Clear. Sauber? Wo ist die Horde, die ich alarmiert habe? Ich hatte wohl Glück heute. Ich meine, ich hatte schon mal Pech heute. Also es ist Zeit, mal Glück zu haben. I'm loaded up. See you back at base. We'll see you soon. Nee, da wird doch noch mehr sein. Was ist das für ein Lagerhaus? Es ist ein Graus in diesem Lagerhaus. Das lasse ich abholen. Sollte hier noch was sein? Ja. I found some supplies.
Und wir müssen alles durchsuchen, damit wir einen Außenposten einrichten können. Das heißt auch das Benzinfass, das ich gar nicht brauche. Oh Scheiße, die Zombie-Horde. Ich glaube, mein Läufer hat sie alarmiert. Mann, oh Mann. Könnte haarig werden. Schnell einen Außenposten. Geht nicht! Oh. So nicht Zeit. Oh nein, ich habe noch nicht alles durchsucht. Was fehlt denn noch? Was zum Teufel fehlt noch? Aha, das ist ein zweiteiliges Lagerhaus. Wo ist der Finster? Geht's noch finster? Aha, Richard. Richard, Kleidermann. Alles geschafft. Ah, auch nicht schlecht. Vollständig durchsucht, aber jetzt. Looks like a good spot for an outpost. Should I tell everyone to pack up? Nein, wieso? I'm pack pulling up. The trigger on this outpost. Scheiß auf Pack up. Der Infektionsherd, der muss beseitigt werden. Da hilft nichts. Bloß wie? Wäre natürlich sinnvoll, zuerst. Was ist denn da? Schau, da ist ein. Eine Lupe. Ich glaube, das ist was, was ich brauche. Um den Garten zu vervollständigen. Baumaterial. I'm gonna have to remember this spot. Ja, hier finde ich wahrscheinlich viele Waffen. Eine ganze Map ist vollgekleistert mit dem Blutflecken. Jackpot. soll ich? Geht noch nicht. Oh. Ist noch was. Bin's nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Bin ich in der richtigen Richtung zumindest unterwegs? Nein, wir müssen in die andere Richtung. Da ist die Basis. Ich bräuchte so eine Moralmission, damit ich. Ah, da kann ich aber nicht raus. Ich bräuchte so eine Moralmission oder eine Trainingsmission, damit ich einen Begleiter habe für den Infektionsherd. Ah, da ist auch noch was. Achso, so, nee, das ist schon ein Außenposten. Inwiefern? Wo bin ich denn jetzt? Ich habe mich verlaufen. Ich gebe es zu. Ich muss nach links. Aber wie? Ah, da. Da muss man jedes Mal durch das Gebäude durch. Das ist irgendwie scheiße. Okay, I'm free and clear. See you soon. We'll crack open a cold one for you. Nee, kannst du es ruhig anwärmen. Ich hab Halsschmerzen. There you go. Don't say I never gave you anything. My hero. Das werden wir abladen. 40. Das werden wir auch abladen. Gut. Der kommt auch heim. Jetzt haben wir wieder ein paar Materialien. Das ist gut. Das heißt, wir können irgendwas machen. Wir brauchen auf jeden Fall Schlafbereich. Den müssen wir erweitern. Das hat ganz schön viel Material gekostet. Heilige Scheiße. Schon wieder weg, das ganze Material. Leck mich am Arsch. Minimalt.
Gut, dann gehen wir zu diesem Lagerhaus. Da ist ja nichts mehr, ne? Nee, da ist noch ein Lagerhaus. Zu dem müssen wir noch. Das ist die letzte Mission mit ihm. Dann darf er sich erholen. Soll ich jetzt oder soll ich nicht? Da rein. Nur wüsste, wie ich da reinkomme. Ich hol mal ein Auto. Kann nicht schaden. Das kann einfach kein Fehler sein. Ja, auf die Seite, du arschgesichtiges Rindvieh-Zombie. Oh Gott. Endstation. Muss einen Weg da rein finden. Ja, ich weiß. Kann ich aber nicht beseitigen. Hi. Kommt ihr mit? Wäre nicht schlecht. Wäre ein schöner Zug von euch. Wenn ihr helfen würdet. Oh Gott, da kann man nicht durch. Ich hasse dieses Gebiet. Ich hasse es. Wie kommt man da rein, bitte? Alles abgeriegelt. Man sieht schon die Zombies durchglitschen. Aber ich kann natürlich nicht rein. Militärvorrat. We're clear. Da war ich vorhin gerade. I got nothing left. Bin schon erschöpft. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. Das ist bereits ein Außenposten, oder? Ja. Da habe ich praktisch eine Runde gedreht. Das ist alles. Und da, wie komme ich da rein? Da war ich doch schon drin. Eigenartig. We got this place locked down. Egal, es wird ein Außenposten draus. Die ganze Basis werde ich umrunden mit Außenposten. Das schwabbelt ganz schön. Kann man überhaupt in der Nähe so viele Außenposten einrichten, einer nach dem anderen? Ist die Frage. Wollen wir gleich sehen. This is a good location. Ja. Are you sure? That's a big decision. Let's do this. Ja, es sind viele big decisions zu machen. Bring das schnell heim. Können wir weiter bauen? I could use some food. Dario Argento. I'm almost there. Guter Regisseur. Ist aber leider etwas ruhig um ihn geworden in letzter Zeit. Naja, ist auch nicht mehr der Jüngste. Suspiria war nicht schlecht. Don't say I never gave you anything. What you got? Oh, you know, stuff. Mine. Gute Mine. Können wir schon was bauen? Irgendwas erweitern? Nein. Zehn da. Zehn Ausdauer für alle. Machen wir zuerst das. Und zwar machen wir einen Garten. Geht nicht. Arsch. Garten geht noch nicht. Okay, dann wechseln wir
Den nicht, den brauche ich. Das ist der Maschinenexperte, der Werkzeugexperte. Die Sabrina.